Willkommen, ihr Lieben, bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ihr seht das hier, ich habe noch 4 Minuten Zeit. Lange Rede, kurzer Sinn, wir greifen natürlich hier live an. Aber ich hatte ja eben, Thumbnail steht ja, bester Zauber. Ich habe hier den besten Zauber, glaube ich, heute noch angeworfen. Endlich, endlich, endlich. Und ich habe noch eine Zauberpulle. Also ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das auch euer Lieblingszauber oder euer bester Zauber ist. Also ich finde, der Poison Spell, der Giftzauber ist einer der besten Zauber, den es hier im Spiel gibt, und den will ich mir in jedem Fall noch fertig machen, bevor ich hier nämlich angreife. Und entschuldigt bitte. Und denn du hast ja als Rathaus 11 und 12 hast ja ein Problem. Da nimmst du den nicht mehr ganz so oft mit. Das heißt, du nimmst ihn schon noch oft mit, aber das, was du eigentlich nicht machst, du hast einen großen Zauber dabei und hast dann in der Regel nur ein Gift. Rathaus 10 und runter haben meistens 2 Gift dabei. Und lass mich aber eben mal angreifen. Ich muss mal sehen, wie ich hier eigentlich vorgehen wollte. Okay. Okay, ich hatte das so ein bisschen hier im Blick. Wenn auch nicht viel. Oh, jetzt geht er da zum Bombenturm. Okay. Jetzt geht er da zum Bombenturm. Warum habe ich eigentlich 5 Mauerbrecher? Warum habe ich immer Mauerbrecher dabei, wenn ich auch eine Karre dabei habe? Aber ich denke mal deswegen. So, Killsquad hier rein. Und jetzt habe ich nämlich nur einen einzigen Gift hier für den dicken Elektrodrachen. Aber den können wir auch einmal, noch einmal, denke ich mal, freezen. Wo ist die Queen? Queen, da ist ein Elektrodrache. Der ist nur für dich. Okay, der ist nur für dich hier. Und dann, oh, dann mach den doch jetzt endlich weg. Jetzt musst du da hinterher. Okay, ich denke mal, das ist aber so gelungen. Mal sehen, ob hier noch, ich weiß gar nicht, wofür ich den Sprung dabei hatte. Naja, es ist nicht so schlimm. Okay, da ist die Luftabwehr schon mal weg. Und dann kann ich hier jetzt mit meinen Lufttruppen reinkommen. Hier nehme ich einmal den Wutzauber, dass der hier ein bisschen fixer vorangeht. Queen hatte ich, glaube ich, ja. Die Queen hatte ich ja gezündet. Ich weiß, das ist hier jetzt ein Dip von Rathaus 11 auf den Rathaus 10er ohne jegliche Sachen hier. Das ist aber nicht so schlimm. Und, oh, die ballern aber noch ganz schön heftig da. Aber ich habe noch ein paar Loons. Ich habe noch ein paar Loons im Backend. Und so, dann habe ich aber noch einen da. Nicht, dass ich die blöden Ecken hier wieder vergesse. Ecke, 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 Ecke. So, passt. Oh Mann, was für ein Akt, ey. Ei, Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen, was ich hier schon wieder gezaubert habe. Aber egal, ich habe hier meinen Live-Angriff noch hingelegt und habe in jedem Fall, so wie ich das im Thumbnail beschrieben habe, meinen Lieblingszauber eigentlich rausgefunden. Und gerade als Rathaus 11 war es mir jetzt sehr, sehr wichtig, dass ich den erstmal level. Wir gucken hier gleich aber noch in den aktuellen Clankrieg rein. Ich glaube, der ist in jedem Fall gewonnen. Das war ja jetzt die erste Ligarunde hier. Ein paar Sekunden sind es noch. Und dann haben sich zumindest schon mal alle hier so ein bisschen so ein paar Medaillen, glaube ich, reingeheimst. Okay, Freunde, schauen wir mal rein in die Liga. Ich sei jetzt nicht vorbei. Nein, der erste Spieltag hier bei uns, bei den Herausforderern, ist vorbei. Und entgegen dem, was ich eigentlich im Video gesagt habe, haben wir uns hier in der ersten Runde gar nicht mal so schlecht geschlagen. Das ist hier natürlich, man muss es immer wieder sagen, die Liga hier, also die SCCWL, also die Supercell Clan War League, ist hier so ein bisschen wie der DFB-Pokal. Da herrschen ganz, ganz andere Gesetze. Manchmal ist es auch ein hartes Dipfest. Ich zum Beispiel habe mit dem Alex Rathaus 8er machen können oder machen müssen, sagen wir mal so. Wir konnten fast 1:1 angreifen, was wir aber nicht konnten. Wir mussten leider eine Base offen lassen. Auch da vertust du dich ja immer wieder. Und ich habe hier jemanden mit drin, der hat hier eigentlich schon mal CWL gespielt, hat jetzt nicht so die Dolden Hellen, Rathaus 10, aber ich meine, es ist ein Rathaus 10, was auch verteidigt. Und hat er sicherlich auch gemacht, denn der Gegner, wie gesagt, war hier im unteren Bereich eher mau und im mittleren Bereich haben wir uns ganz gut geschlagen. Ich denke mal, einen coolen Angriff hier, weil ich immer die 99er von ihm drin habe, habe ich jetzt auch mal einen 100% Angriff von ihm. Also den 1% hat er jetzt doch hier wieder gefunden mit dem Rathaus 11er. Und mal sehen, wie er hier vorgegangen ist. Ich habe selber auch noch nicht gesehen. Ich habe hier recht wenig vom ersten Spieltag überhaupt mitbekommen. Auch wenn es darum geht, was bei den Spätzen mit Soos abgeht. Da geht nämlich im Moment noch gar nichts. Wir haben ganz, ganz spät gestartet und haben jetzt erst, ich glaube, jetzt um diese Uhrzeit, ist ja jetzt irgendwann abends, in 11 Stunden haben wir erst Start mit der CWL überhaupt bei unseren Reihen Rathaus 12er.
Clankrieg und ja, mal sehen, das wird sicherlich ultra spannend. Seid gespannt, was ich da für euch festhalte in der Woche. Mal sehen. Aber hier hat er schon mal nur mit der Queen so ein bisschen was gemacht. Wie ist er hier eigentlich weiter vorgegangen? Ah, okay. Drachen, nicht schlecht. Gute Wahl hier im Rathaus-Würbereich, nehme ich sie ziemlich gern. Im Elva jetzt noch nicht so, da ich hab's ja jetzt gesehen, erstmal jetzt bevorzugt einen Zauber fertig gemacht habe. Also der Giftzauber war mir schon wichtig. Der war mir schon sehr, sehr wichtig. Wie gesagt, der Rathaus Elva hat halt das Problem, dass er in der Regel nur noch den mit hat. Ich meine, es gibt gewisse Konstellationen, auch hier mit dem Bat-Spell. Ah, das ist cool. Es gibt gewisse Konstellationen, wo du sicherlich dort auch zwei Giftzauber mitnimmst, dann vielleicht nur Frostzauber oder so in der großen Clanburg, aber man nimmt schon lieber großen Zauber mit, also Wut, Heil, Sprung oder was auch immer, und hat dann nur diesen einen Gift. Das leidige Thema hatte ich, glaube ich, auch mit dem Thorsten-Account. Da habe ich auch den Gift ganz, ganz schnell hochgemacht, denn der hilft unheimlich. Es ist ein super Zauber zum Verlangsamen der Truppen und natürlich leicht zum Damage machen für die Truppen. Und ihr habt das gesehen, ich konnte jetzt meinen frischen Fünfer Giftzauber direkt auf so einen dicken Drachen loslassen. Und ist natürlich eine coole Sache. Aber der Marco hat das hier auch sehr, sehr gut gemacht. Wundert ich euch übrigens nicht, dass ich ab und zu mal nach vorne, mal nach unten gucke. Ich sehe ja vorne immer die Aufnahme und kann hier eigentlich so blind am Tablet so ein bisschen hantieren. Da bleibe ich heute auch mal drauf. Ich will nicht ewig wechseln, gerade während der normalen Aufnahme, nicht während des Streams, den es ja am Samstag nicht gab. Mache ich das natürlich ganz gerne, aber das hat eine ganz einfache Erklärung. Ich habe am Samstag hier so viel geackert, also von Freitag auf Samstag diese Umbauaktion hier bei mir im Zimmer und dann diese Schrubbaktion. Du musst dann noch zwischendurch essen, zwischendurch einkaufen, wieder essen, hast auch noch ein bisschen Familie und irgendwann war es mir einfach ein bisschen zu spät. Ich stand noch ab wie Sau. Ich war wirklich am. Ich sah nicht gut aus. Ich habe gestunken, weil ich auch geschwitzt habe. Und ich habe es dann einfach vorgezogen, den Stream einfach sausen, nein, nicht sausen zu lassen. Aber ich habe ihn einfach sein lassen. Denn wenn Raum und Zeit nicht passen, dann denke ich mal, ist es immer die etwas bessere Entscheidung, das nicht zu machen, als dass das dann irgendwie so ein Gemurks ist und so irgendwie so dahergekrampft ist. Ich habe da ein paar andere Streams geschaut. Ist ja auch mal ganz nett. Der nächste Kampf wird sicherlich etwas schwieriger. Wir sind ja jetzt schon da drin, denn man hat ja nur beim ersten Clankrieg die 24 Stunden Vorbereitung und Kampf. Danach hast du immer so einen Eintagesrhythmus. Das heißt, wir haben jetzt einen Tag Zeit, hier jetzt anzugreifen und haben auch gleichzeitig. Man muss das immer wieder zeigen, wer das noch nicht kennt. Es gibt sicherlich Zuschauer, die haben noch nie eine Liga gesehen. Wir haben jetzt gleichzeitig einen Tag Vorbereitung auf das nächste. Was ich aber hier machen will, ja, ist natürlich ein bisschen schade, habe ich nicht drauf geachtet. Der Finn hat hier 0-0. Ihr seht das hier. Also 0 gespendete Truppen, 0 empfangene Truppen. Sein Dorf liegt auf der Ecke. Und ich hatte gedacht, er spielt hier mit, er ist grün, weil er hier schon mal die CWL mitgespielt hat. Scheinbar habe ich mich da diesmal getäuscht. Also ich habe heute Nachmittag oder heute Abend dann auch gedacht, ah, Tote, da war es auch blau, da hast du den Finn einfach mitgenommen. Und jetzt kriegen wir ihn einfach mal raus mit einem lockeren BB, bye bye. Und damit ist er schon mal raus aus der Liga. Was mich ein bisschen ärgert ist, wir haben ja jetzt schon so ein paar Ligamarken erspielt. Das heißt also, wir sind im Moment in Kristallliga. Ich habe jetzt 3 Sterne gemacht. 3 mal 18, 24 plus 20 sind 44, minus 1, so rechne ich immer, sind 43 Medaillen, die ich jetzt schon habe. Und der Clan, alle die hier noch nicht mitgespielt haben, haben jetzt auch schon 19 Medaillen. Dadurch, dass wir gewonnen haben, haben sie die 19 Medaillen. Und die kriegt der Finder natürlich jetzt auch. Das tut mir ein bisschen, es tut mir nicht leid. Es tut mir nicht leid, aber ich meine, der macht sich jetzt, ich habe mir jetzt rausgeschmissen und er kriegt jetzt trotzdem am Ende alle Marken, die wir hier sammeln. Und ich denke mal, den einen oder anderen gewinnen wir hier noch. Das ärgert mich eigentlich ein bisschen. Das könnte Supercell abschaffen, finde ich. So als Verbesserungsvorschlag, dass man da sagt, wer gekickt wird oder wer rausgeht, der hat auch keinen Anspruch mehr auf Marken, muss ich mal so sagen. Und naja, egal. Warum soll ich mich da noch rüber rumärgern? Ich habe hier eine schöne, schöne Armee am Start hier. Das seht ihr, die Kobolde, die grünen Totos, hat die Tage einer gesagt, weil ich damit ja doch ein bisschen erheblich viel manchmal farme. Ich muss mich dann immer selber um oder selber dazu zwingen, dass ich auch mal wieder umstelle und hier mal wieder eine andere Armee nehme oder auch ein bisschen übe.
für die Liga ein paar Angriffe übe. Und ich habe hier jetzt schon ein bisschen gedroppt. Warum bin ich eigentlich mit Kobolden unterwegs? Das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Denn mit denen kann ich ziemlich schnell Elex oder Gold farmen. Und ihr seht das hier, je tiefer man natürlich kommt, desto öfter trifft man auf solche ausgebombten Bases. Ich habe auch keinerlei Riesen oder so dabei, denn die würde ich ganz gerne forschen. Allerdings sind die ganz schön teuer im Labor. Und deswegen nehme ich hier immer dann einfach so ein paar Kobis, die ich hier so ein bisschen reinschicken kann. Also vorzugsweise erstmal Elixier zu sammeln. Und alles andere ist dann sicherlich nice to have. Also wenn da ein bisschen Dunkles geht, ihr seht das hier, so ein bisschen Dunkles geht ja auch. Muss ich ja jetzt auch wieder nachfahren. Aber ich denke mal, so geht das ganz gut. Und da stört mich die Defensive auch nicht. Ab und zu setze ich dann mal einen Helden ein. Klar, kann ich. Das ist jetzt ganz heldenlos hier. Ich verliere hier auch meine Pokis, aber ich denke mal, ihr werdet ganz, ganz ähnlich vorgehen. Und ihr seht das mit 260 von den grünen Totos. Da kommt man schon ziemlich weit. Ich tippe die jetzt gerade einfach mal so ein bisschen zweihändig hier rein. Aber ihr seht das hier, das dunkle Lager. Oh, da ist natürlich das dicke Lager noch. Okay, das dunkle haben sie sich jetzt zuerst geholt. Und jetzt hat das Dorf hat hier nichts mehr. Also wir haben den wirklich gerade mal auf Null gefarmt. Und deswegen mag ich das hier so mit den Kobolden. Ich denke mal, das ist echt ein super Loot hier. Loot, ja. Ist echt ein super Loot. Und ich wollte eigentlich noch ein Stündchen boosten hier mit dem Account. Habe jetzt nur 8.630.000. Es ärgert mich immer, wenn das Labor leer läuft. Aber ich meine, es ist halt so. Ich habe jetzt erstmal den Zauber gemacht. Der war mir auch wirklich wichtig. Und ich habe aber gar nicht daran gedacht, dass wir natürlich auch ein bisschen hier reinbekommen haben. Das habe ich jetzt gerade mal wieder ein bisschen verpeilt. Also hier haben wir die 10 Millionen. Und dann kann ich sicherlich jetzt auch etwas anstoßen. Ich will mal gerade gucken. Ich wollte eigentlich die Riesen weitermachen, denn die Riesen brauchst du auch immer wieder. Ich könnte jetzt zwar auch einen anderen Zauber machen, allerdings passt mir das ganz gut, wenn der erstmal 11 Tage läuft hier. Und jetzt habe ich hier natürlich nicht mehr so viel Elixier zum Nachordern, beziehungsweise, ja, das reicht noch. Ich bin ja nur mit den Kobis unterwegs, würde ganz gerne auch mein Gold im Moment sparen. Das hat den Hintergrund, dass das Ding hier auf jeden Fall auf 5 gehen soll. Mein erster Inferno-Turm, das seht ihr, geht jetzt gerade hier auf 5. Aber was ich hier völlig vernachlässigt habe, sind Mauern. Sind einfach Mauern und deswegen mache ich hier immer ein, zwei Mauern, sodass ich morgen in jedem Fall, ich glaube, der kostet 10 Millionen, dass ich die 10 Millionen in jedem Fall habe und den anstoßen kann. Ich glaube, da kann ich, wenn ich gleich nochmal booste, ich denke mal, da fangen wir hier wieder auf eine Ecke an. 2 Mille kostet das Ding ja schon. Okay, oh. Da hatte ich nur mal die Ecken, glaube ich, gemacht. Also, dann machen wir die hier jetzt erstmal weiter und das farme ich ja in jedem Fall. Relativ locker wieder rein mit den Kobolden hier. Ich hoffe, die Einstiegsfolge in die Woche hat euch ganz gut gefallen. Einmal ein bisschen Live-CK, beziehungsweise einfach mal doch ein Live-CK und ein bisschen aus der Liga gesehen. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz, ganz gesunde Mischung. Ein bisschen Farm dabei und so gelingt mir dann auch immer so ein bisschen der Wochenstart. Ich hoffe, der Wochenstart gelingt euch auch. Wir sehen uns in dieser Woche mehrmals. Bis dahin, euer Toto. Clasht!